sind die letzten Momente der Geiselnahme in einem Lindt-Café in Sydney. Mitte Dezember stürmt die Polizei das Gebäude, Terroristman Haron Moniz und zwei Geiseln werden getötet. Jetzt, einen Monat später, gibt es schwere Vorwürfe. Hat die Polizei eine der Geiseln auf dem Gewissen? Die 38 Jahre alte Katrina Dawson soll von einer Kugel getroffen worden sein, die ein Polizist abfeuerte. Das jedenfalls berichteten mehrere Quellen der australischen Zeitungsgruppe Fairfax Media. Dawson wurde demnach nicht direkt getroffen, sondern von einem Querschläger getötet. Während der mehr als 16 Stunden dauernden Geiselnahme waren insgesamt 12 Menschen entkommen. Nachdem der Terrorist eine Geisel erschossen hatte, stürmte die Polizei das Café und feuerte offenbar den fatalen Schuss ab, der Katrina Dawson das Leben kostete.